Moin Moin Leute, herzlich willkommen bei der Runde Forstwirtschaft hier im Wilden Westen, 16-fach Map. Wir haben uns hier einen Wald gegönnt, weil man, ja eigentlich kann man es am besten im Platzierungsmodus sehen, ne? Guck mal, die Ecke, wo man hier unten so denkt, oh ja, da haben wir aber schon eine richtige Schneise in den Wald gehämmert. Unser Wald geht bis zur Map-Grenze, also das hier alles, nur mal so. Und das ist auch alles, ne? Bis hier, bis zum Wasser, glaube ich. Unglaublich viel Forst. Unglaublich. Also, keine Ahnung. Und da alles veranschaulicht. Ja, wir haben das kleinste Parzelle genommen, ne? Die kleinste hier. Man macht jetzt hier so einen kleinen nach innen Knick. Ist trotzdem Hammer viel. Ja, können wir gar nicht alles machen. Werden wir wahrscheinlich auch nicht alles machen. Ich muss jetzt überlegen, dass ich das hier vorne jetzt wegnehme, alles. Und damit wir dann, wenn wir hier ein Fade machen wollen, sollte das ja halbwegs auch eine sinnvolle Fläche ergeben. Deswegen ist es zwar schön, so eine Schneise reinzuarbeiten, aber wir müssen dann auch hier vorne, glaube ich, weiter mit wegarbeiten. Damit wir hier vorne so ein quadratisches Feld machen können, lässt man an der Seite noch irgendeinen Weg nach oben und hier kann man Feld machen. So, dann war ich hügelig, ne? Millionen. Wir brauchen nur noch eine gute Million, dann haben wir das Geld für das für die große Biogasanlage zusammen. Ich habe mal schön was zu tun, ja. Ja. Das hier müsstest du theoretisch im Multiplayer mit 5 Leuten machen oder so, ne? Mit 3 solchen Geräten zum Beispiel und 2, die dann die ganze Zeit koordinieren, dass das Holz eingesammelt wird und die unterwegs sind. Weiß ich nicht genau. Und ich wollte immer so leicht schräg sägen und dann einfach direkt fallen lassen und gut ist. Das braucht man mal halt ein bisschen. Wie schnell sind wir denn hier mit? Tatsächlich. Fast genauso schnell, oder? Weil ich jetzt halt nicht noch loslassen muss. Das heißt natürlich, es fällt auch alles hier vorne immer hin, ne? Die Bäume, wie war es im LS, fallen immer nach links. Soll ich in der nächsten Folge mal testen? Oder das testen wir gleich nochmal. Wie viele Bäume kriegt man so gesägt in 15 Minuten? Noch richtig dunkler Wald hier, ne? Na guck mal, die sind aber schwierig. Okay, die kriegt man nicht so leicht. Bei denen kriegen wir immer sehr schnell einen Punkt, wo wir sägen können. Bei diesen kleinen Bäumen kriegen wir keinen guten Punkt, wo wir schnell sägen können. Die sind, ne, die gehen nicht gut. Wir wollen jetzt auch gleich mal wieder ein bisschen um die Gruberfelder kümmern da oben. Muss nicht. Das passt schon so.
Bisschen von dem Sägefeeling muss ja auch noch da sein. Den so blöd ineinander hier, ne? Wieder 12 weniger. Vielleicht wieder Geld. Müssen wir schnell wieder voll machen. Geht aber trotzdem gut voran. Also im Sägewerk zum Beispiel, da wo man sonst die Holzstammpalette abgibt, da kann man es auch wieder ausleeren. In dem Sinne lädt er keine Holzstämme ab, ne? Losgelassen. Ja, dann machen wir jetzt nochmal den nächsten LKW voll. Und dann kümmern wir uns erstmal um die Missionengeschichten. Irgendwie scheint auch eine weg zu sein, oder was? Wir hatten noch eigentlich. Habe ich doch zwei angenommen, oder nicht? Dachte ich zumindest. Das weiß ich noch, dass ich ja noch Prozente abarbeiten wollte und deswegen die anderen eigentlich nicht angenommen hatte. Oder wir jetzt ja noch ein bisschen länger hier im, ja gut, im Wald unterwegs sein werden. Ach, sag ich mal gut, dann kann auch nicht schaden, wenn wir noch eine Mission mehr machen. Aber ich hatte gerade eben noch eine, ich hatte doch zwei angenommen. Richtung Norden.
Auch Richtung 19 schon mal fahren. Oh Gott. Ich hab's ja gerade alle hier, ne? Wenn man sie als Holzstämme wieder haben will danach, ja. Ansonsten müsste man sie auch in mein Holzlager eigentlich reinkippen können und als Holzstammpalette rauskriegen, ne? Wenn man es möchte. Das geht echt schnell. Ja, schon 2,5 Millionen jetzt gleich, in der nächsten Ladung sogar 2,6. Du musst nicht zu weit in den Wald fahren, da kommen wir nie wieder raus. Das wäre ganz gut, wenn wir noch den John Deere hier befreien von dem Baum. Moin Moin, ja, kurz reinschalten. Das ist echt eine schöne Kombination. Ich glaube, viel schneller kann man mit Wald nicht Geld verdienen, als wie wir es gerade machen, also Singleplayer alleine. Ich weiß nicht, ob Holzdirektverkauf funktionieren würde. Also generell mit den großen Bäumen funktioniert es ja klar, aber... Schade, wenn man noch ein ganz bisschen mehr Gewicht am Start hätte. Ging nicht, vielleicht bin ich auch zufällig beim Lager. Ja gut, das kann aber auch an der Triggerhöhe liegen. Weil die brauchen ja wahrscheinlich Bodentiefe, Abkipptrigger. Der Holzstammtrigger, glaube ich, ist generell ein bisschen, ist eher groß als klein. Wollen Sie einen Woodload? So, Feld 19. Ich mache jetzt einfach so einen Standardhelfer, ist mir egal. Brauche nicht immer für alles Autodrive-Kurse, ne? Es gibt immer einen Standardhelfer. Bei den Feldern hier geht natürlich tatsächlich auch ein Standardhelfer. Weiß noch nicht.
Ach, habe ich nicht den richtigen, ne, warte, ich nicht den richtigen, keinen guten Winkel. Ich werde wohl nicht den ganzen Wald, den wir jetzt gerade arbeiten, hier abfällen auf die Art und Weise, weil dann hätten wir nachher wahrscheinlich so an die 20, 30 Millionen auf dem Konto, würde ich schätzen. Dann ist ja auch, ne, dann sind wir hier durch, dann war es das mit der Karte. Dann hat man auch keine Ziele mehr. Das ist dann zu einfach, ne? Dann guck mal, die kleine Fläche, die wir jetzt hier geholzt haben, mit der haben wir jetzt 2 Millionen verdient heute, ne? Heute, in 4 Folgen, 2 Millionen. Weil die erste Folge war eigentlich komplett nur Fahrzeuge hier hinbringen. Und na, da haben wir noch nicht mehr, haben wir noch nicht mal hier produktiv irgendwas gemacht. Und jetzt eine gute Stunde später haben wir 2 Millionen auf dem Konto. Das geht ja wieder gut. Dachte ich, sehe ich hier noch schnell einen, dann fällt er direkt da rein eigentlich. Ich sehe hier keinen richtigen Bezugsträger. Liegt wahrscheinlich auch wegen Vierfach, dauert ihm einfach zu lange, ne? Bis er mal einen Punkt hat, hat er ihn schon wieder verloren. Das ist ja ätzend. Ganz schön viele jetzt von diesen Bäumen, ne? Prozent erst. Ist aber auch wohl aktuell, wie gesagt, nur von den Bäumen hier sind. Feld 52 kommt auch gleich mit Geld rein für von der groben Mission. Noch zu wenig Strom.
So, dann machen wir weg. Ganzen Quatsch. Wieder 14 weniger. Wenn der schon voll ist. Nein, nein, der geht noch, genau. Mal 13% sind das ja ungefähr. Folge nicht mehr, aber in der nächsten Folge, glaube ich, haben wir schon das Geld zusammen für die XXL-Biogasanlage. Auch schon wieder der nächste hier. Wir müssen reinhauen, wa? Und wir ein paar große Bäume hier rausholen, nicht nur kleine Bäume. Gut, machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Mal schauen, ob wir in der nächsten Folge schon die 3 Millionen zusammen haben. Aber mit dem, der eine jetzt gerade fährt und dann der nächste, der kommt, der steht schon wieder da, der könnten wir also auch füllen. Wenn wir da jetzt mal ein paar größere Bäume wieder nehmen, nachdem wir jetzt viele kleine hatten, kommen wir auch ein bisschen schneller voran. Das Kalo meines Jasmin hat das für dich geändert. Okay. Wie zu faul warst du, wie war das noch? Genau, mal Kinos drauf haben oder sowas. Kann, der kann, dann lässt es halt. Kann schon Glück haben. Ja, Kleffi macht auch Mist, sind viele kleine Bäume jetzt hier. Und die beiden nehmen wir nochmal. Aber sind wir, wie gesagt, über die Zeit. Vielen Dank fürs Reinschalten. In der nächsten Folge 3 Millionen als Ziel und die XXL-Biogasanlage. Dann müssen wir natürlich da uns erstmal drum kümmern, bevor wir da weiter im Wald rumspielen. Das reicht hoffentlich, was wir jetzt hier an Bäumen haben. Viele kleine Bäumchen dabei. Ja, gut. Einer wird noch verkauft in der Zwischenzeit. Dann sehen wir uns dann mit ungefähr 1-2,8 Millionen in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Vielen Dank und tschüss.